Als Lehrlingsbetreuer führe ich die Lehrlinge von Anfangslehre bis Ende Lehre bei unserer Werkstatt. Ja, ich mache es gerne, weil ich bin auch mal Lehrling war und finde es hier gut und immer eine Ansprechperson hat. In der Werkstatt arbeite ich gerne mit der Abkantmaschine, eine 6-meterige. Mit der tut man Blech schneiden, mit der Schlagschere, dann nehmen wir das Blech, tut man in die Maschine rein und mit dem Programm können wir das dann so abbiegen. Man ist meistens im Team am Arbeiten, man ist nie am gleichen Ort, also es wird nie monoton. Dann tun wir Nieten, Balzen, Löten und dann geht es weiter aufs Auto und auf den Baustelle, auf die Montage. Also aktuell bin ich in Burbiken dran. Die Baustelle heisst Bachtelblick. Wir als Bauspengler kommen auf die Dächer, wenn das Dach schon mit der Dachpappe abgedichtet ist. Wir machen unsere Dachrandblech drauf. Das kann mit verschiedenen Materialien sein, wie Chromstahl, Kupfer, Aluminium. Und dann das alles verlöten, dicht machen, dass es am Schluss das Dach wirklich fix, fertig, dicht ist. Im CrossFit macht man verschiedene Übungen. Zum Beispiel Sprinten, Gewichtheben oder Balance. Das Fitness ist wieder ganz etwas anderes. Oder? Es ist nicht das Gleiche wie im Arbeiten. Ich kann dort ein bisschen abschalten. Nach dem Training ist man schön erledigt. Als Bauspengler sollte es schwindelfrei sein, keine Höhenangst haben und gerne auch auf den Dächern sein und in der Höhe, weil es sind immer auf den Dächern. Wir haben eine App von der BKW Building Solutions bekommen. Ist mega einfach. Da kann man am Feierabend schnell 2-3 Minuten Stunden erfassen, Baustelle, Projekt. Das ist eine mega coole Sache und mega einfach. Wir brauchen kein Papier mehr und nichts. Der Vorteil ist, wir haben sonst alle Daten da drin. Lohnausweis, Lohnabrechnungen, wir sehen unsere Stunden. Oder sonst, wenn man etwas einkauft für die Firma, dann kann man es einscannen, fotografieren und das senden mit der App zusammen. Mein Name ist Gemelli Dritzi. Ich arbeite als Bauspengler bei der Firma Inag Niefengeld AG.